Ja, hallo, guten Tag und guten Abend oder vielleicht auch für manche guten Morgen. Herzlich willkommen zu dieser neuen Sitzung der Ringvorlesung Turbulente Psychen. Noch bevor es jetzt inhaltlich losgeht, möchten wir das Wort nochmal an das DolmetscherInnen-Kollektiv Enterprise übergeben, die uns groß, groß, großartig unterstützen und noch eine kurze Einführung in unter anderem die Technik machen werden. Schönen guten Abend. Als Dolmetsch-Kollektiv Enterprise wollen wir uns kurz vorstellen und einige Worte zur Sprache für dolmetschende Veranstaltungen und der Technik des heutigen Abends sagen. Wenn ihr Deutsch hören oder sprechen wollt, dann klickt bitte auf das Globus-Symbol rechts in der Leiste und wählt Deutsch aus. Ihr könnt dann automatisch den Originalton, wenn im Raum Deutsch gesprochen wird. Wenn im Hauptraum eine andere Sprache gesprochen wird, hört ihr automatisch die Verdolmetschung ins Deutsche. Wenn ihr etwas sagen wollt, sagt bitte kurz, welche Sprache ihr sprecht, damit die DolmetscherInnen den Kanal wechseln können. Ich werde das einmal kurz auf Englisch wiederholen. If you want to listen or speak in English, please click on the little globe icon at the bottom right side of your screen and choose English. You'll automatically be listening to the original audio in English if English is spoken in the main room, or the English interpretation if other languages are spoken. If you want to save something, please announce which language you speak so that the interpreters can change channels. Enterprise ist ein Kollektiv aus Menschen mit Dolmetscherfahrung aus Leipzig. Unser Anliegen ist es, Gruppen und Initiativen zu unterstützen, die sich politisch, sozial oder kulturell gegen Herrschaftsverhältnisse einsetzen, indem wir sie mit der Arbeit der Sprachmittlung bei Veranstaltungen unterstützen. Als DolmetscherInnen möchten wir die Wichtigkeit unserer Arbeit verdeutlichen. Sprache ist nicht nur ein Werkzeug für Kommunikation, sie ist grundsätzlich politisch. Denn Sprache schafft Realität, spiegelt und reproduziert Machtverhältnisse, kann Barrieren schaffen oder überwinden, je nachdem, wie wir sie einsetzen. Außerdem wollen wir der Sprachmittlung, die oft als maschinenartige Dienstleistung behandelt wird, ein Gesicht geben, um als Gruppe mit eigenen politischen Anliegen präsent zu sein. Verdolmetschung ist nämlich keine maschinelle Dienstleistung. Heute werden wir von einigen solidarischen Kolleginnen unterstützt. Herzlichen Dank dafür. An alle, die heute Abend beitragen werden. Bitte sprecht langsam und deutlich. Ihr werdet verdolmetscht. Dies gilt besonders, wenn ihr Texte vorlest. Das trifft auch auf Fragen aus dem Chat zu. Bitte kundigt vor euren jeweiligen Beiträgen die Sprache an, die ihr nutzen werdet. Das vermeidet Technikchaos, da die Dolmetschenden zwischen verschiedenen Audiosignalen wechseln müssen, je nachdem, was auf dem Floor gesprochen wird. Wenn wir aus Dolmetschsicht einhaken müssen, würden wir euch direkt über den Floor ansprechen, falls es nicht geht, über die Moderation. Vielen Dank. Okay, ja, vielen herzlichen Dank für diese Einführung. Ich freue mich sehr, Sie und euch und insbesondere unsere beiden Referentinnen, Elsa Dirlon und Veronika Gago, im Namen der OrganisatorInnen dieser Veranstaltungsreihe. Entschuldigung, ich sehe gerade, dass hier immer wieder im Chat Kommentare geschrieben werden, dass die Sprachqualität sehr schlecht ist. Ist es bei mir jetzt auch gerade der Fall? Besser. Okay, alles klar. Ich versuche laut und deutlich zu sprechen. Also in jedem Fall herzlich willkommen von allen Organisatorinnen vom Institut für Sozialforschung, dem Institut für Humangeographie und uns von Medico International zur heutigen Sitzung der turbulenten Psychen. Und wir freuen uns eben zusammen mit Elsa und mit Vero heute wieder Patriarchat und Ohnmacht und für das Überleben zu diskutieren. Ganz zuallererst möchten wir uns beim aktivistischen DolmetscherInnen-Kollektiv Enterprise bedanken. Ihr macht uns nicht nur super gute Übersetzungen, die diese politische Diskussion hier ermöglichen, sondern seid auch hinter den Kulissen so verdammt toll und solidarisch und macht so großartige Arbeit. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, auch dass ihr heute noch zusätzlich die Verdolmetschung in Französisch ermöglicht. Richtig, richtig großartig. Dankeschön. Und unser Dank gilt auch allen anderen, die unsichtbare Arbeiten quasi hinter den Kulissen leisten, um diese Veranstaltungsreihe möglich zu machen. Insbesondere Nele Eisbrenner, Benjamin Cortez, Lucian Kirschbaum, Andrea Schuld und Ralf Zöllner. Mein Name ist Julia Manek, ich bin psychosoziale Referentin in der Öffentlichkeitsarbeit
bei Medico International und werde Sie zusammen mit meiner Kollegin Usche Merk, die heute den Chat moderiert, durch diese Sitzung leiten. In der letzten Sitzung der turbulenten Psychen haben Vanessa Eileen Thompson und Jamila Hibedo zusammen mit Almut Poppinger vom Institut für Sozialforschung über die rassistische Hierarchisierung des Lebens und das zynische Sterben lassen bzw. gar Sterben machen schwarzer Menschen in der Pandemie gesprochen. Über die rassistische Regulierung von Infektionsschutz und rassistischer Polizeigewalt, die sich in der Verunmöglichung des Atmens schwarzer Menschen im I can't breathe des ermordeten George Floyds und der an Covid Verstorbenen widerspiegeln. Über diese Gewalt hinaus aber haben sie auch über politische Kämpfe und Visionen gesprochen, die sich vor allen Dingen um Black Lives Matter herauskristallisiert haben, trotz der Pandemie oder vielleicht gar auch als emanzipatorische Antwort auf diese Pandemie, die wir als Polypandemie verstehen. Und damit meinen wir die Verschränkung der Covid-Pandemie mit den anderen Pandemien des Rassismus, der Militarisierung, der Armut und auch der Pandemie patriarchaler Gewalt. Und diese letzte Pandemie wurde von UN Women als Schattenpandemie benannt, weil sie vor allem aber eben nicht nur in der häuslichen Sphäre virulent ist und scheinbar im Verborgenen. Ein bisschen langsamer sprechen wäre großartig, danke. Und scheinbar im Verborgenen verbleibt. Patriarchale Gewalt hat im Zuge der Pandemie überall zugenommen. Unsere Medico-Partnerinnen berichten es aus den verschiedenen Orten der Welt. Und auch in Deutschland zeigen Statistiken einen Anstieg vergeschlechtlichter Gewalt. Was ja auch kein Wunder ist, wenn in den Lockdowns, die eigentlich Leben retten sollen, Frauen und queere Menschen zusammen mit Tätern an dem Ort eingesperrt werden, der für sie statistisch gesehen der gefährlichste der Welt ist, nämlich das Zuhause. Der sichtbarste und unwiderrufliche Ausdruck patriarchaler Gewalt sind Feminizide. Damit gemeint sind Morde an Frauen und auch an queeren Menschen, in den meisten Fällen durch ihre Partner, Ex-Partner, Familienangehörige, immer aber zur Absicherung patriarchaler Herrschaft. Und gegen dieses Getötetwerden und gegen die Ohnmacht solidarisieren sich Frauen und Queers über Kontinente hinweg. Und in dem Kontext haben wir immer wieder zu den feministischen Bewegungen Lateinamerikas geschaut in den letzten Jahren. Denn quasi dort gab es bereits vor der Pandemie radikale Massenmobilisierung für das Recht auf den eigenen Körper und gegen Feminizide. Und selbst die Pandemie konnte diese Bewegung nicht stoppen. Und was wir quasi aus Lateinamerika immer wieder lernen können, ist, dass diese feministischen Mobilisierungen auch daher so radikal sind, weil sie politisch immer und immer wieder klargemacht haben, dass Feminizide zum einen keine Einzeltat sind und zum anderen, dass auch der Staat als patriarchale Institution eine Mitschuld an diesen Tötungen trägt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Performance von Las Tesis, Un violador en tu camino, ein Vergewaltiger auf deinem Weg auf Deutsch. Und sie macht deutlich nämlich und ging 2019 wie ein Lauffeuer um die Welt, nämlich heißt darin, und es war nicht meine Schuld, weder der Ort, an dem ich war, noch das, was ich anhatte. Der Vergewaltiger bist du. Es sind die Polizisten, die Richter, der Staat. Und spätestens hier knüpfen wir auch an die letzte Sitzung an, denn es ist der gleiche Staat, der Straffreiheit herstellt, bei Feminiziden und rassistischen Morden, der rassistisch poliziert und misogyne, frauenverachtende Diskurse vorantreibt. Und angesichts dessen sind Selbstverteidigungspraxen wirklich bitter notwendig. In dieser Sitzung geht es uns darum, über die patriarchale Gewalt und in der Pandemie und die Affektdynamiken zu sprechen, die sich daraus ergeben. Ähnlich wie beim letzten Mal möchten wir dann eben nicht nur auf Angst und Ohnmacht als lähmende Affekte, sondern auch auf die aufsteigende Wut schauen, uns fragen, wie Sehnsucht nach anderen Lebensweisen und Widerstand aus ihnen erwachsen. Und wir freuen uns daher sehr, sehr, diese Fragen mit unseren beiden Referentinnen, Veronika Gago und Elsa Dorlan, zu diskutieren, die ich jetzt beide noch etwas ausführlicher vorstellen möchte. Veronika Gago ist feministische Aktivistin und Professorin der Sozialwissenschaften der Universität von Buenos Aires.
Als kritische Theoretikerin arbeitest du zu intersektionalen, insbesondere auch zu ökonomischen Gewaltverhältnissen, das werden wir auch gleich hören, und machst eben auch militante Theoriearbeit, wie du sagst, mitten aus der Bewegung heraus. Du bist Mitbegründerin des Kollektivs Ni Una Menos, zu Deutsch Keine Einzige Mehr, in Buenos Aires, und damit bist du dezidierter Teil der feministischen Massenproteste. Wenn wir uns hier fragen, was feministischer Widerstand eigentlich sein kann und um welche anderen Formen des politischen und Zusammenlebens es gehen kann, dann ist dein Buch Für eine feministische Internationale, wie wir alles verändern, ein echt inspirierender Meilenstein. Du dringst dabei vor, quasi bis ins Herz und in die Nieren von Patriarchat und Neoliberalismus und formulierst 8 Thesen zur feministischen Revolution quasi als Punchline am Ende. Und es ist eine Revolution, die auch eine unglaubliche Zartheit und Zärtlichkeit hat. Und aber wie, stellt sich dann die Frage, wie können denn gerade so eine Zartheit und eine Zärtlichkeit verteidigt werden, wenn doch eh bereits krasse patriarchale, postkoloniale Gewaltverhältnisse existieren und im Zuge der Pandemie vor allen Dingen auch noch Gegenangriffe, antifeministische Backlash quasi hochkommen und Militarisierung hinzukommt. Und insbesondere diesbezüglich freue ich mich sehr, dass wir über die Notwendigkeiten und Bedingungen der Selbstverteidigung mit Elsa Dorlan sprechen können. Sie ist Professorin der Philosophie an der Universität von Toulouse und außerdem militante Feministin, beeindruckenderweise auch Kung-Fu-Kämpferin. Und Elsa, deine Analysen haben mich total beeindruckt, auch in deinen feinkörnigen und scharfen Analysen von Gewalt und Gegengewalt. Machst du die Möglichkeit, aber eben auch den Zwang zur Selbstverteidigung sehr deutlich und machst einen klaren feministischen und intersektionalen Blick auf. Dieses Buch Selbstverteidigung, eine Philosophie der Gewalt, ist wirklich bahnbrechend. Du analysierst die Militanz verschiedener sozialer Bewegungen gegen Polizeigewalt, gegen rassistische, gegen patriarchale Gewalt und enttarnst auch die Machttechniken des Staates, dessen Gewaltmonopol du echt entscheidend in Frage stellst. Und demgegenüber machst du zumindest für mich erstmal total überraschende, aber super naheliegende Wendungen auf, indem du als Feministin sagst, wir müssen nicht nur lernen, dass man sich wehren darf, sondern wir müssen vor allen Dingen fair lernen, dass man sich nicht wehren darf. Und das war für mich total der Coup, der einige meiner angelernten und moralistischen Intuitionen ins Wanken gebracht hat. Und ich freue mich sehr, heute und gemeinsam zusammen da weiterzumachen und weitere Intuitionen vielleicht ins Wanken zu bringen. Und möchte nun gerne an dich zunächst, Vero, das Wort übergeben und dich bitten, einen Einblick in den Kampf gegen Feminizide, gegen die Ohnmacht aus deiner Perspektive als Aktivistin und Theoretikerin in Argentinien und in der Pandemie zu geben. Und danach, Elsa, würde ich dann das Wort an dich übergeben. Und um danach diesen beiden Impulsvorträgen eine gemeinsame Diskussion zu eröffnen. Und Sie und ihr könnt gerne schon eure und ihre Fragen und Kommentare während der Inputs in den Chat schreiben, den Benjamin Cortez und Usche Merck im Hintergrund betreuen. Und bitte trauen Sie sich, traut euch, alles nachzufragen auch und gerade das, was ihr vielleicht nicht versteht, das hilft uns allen auf jeden Fall weiter. So, liebe Vero, der Bildschirm ist deiner. Ganz herzlichen Dank, Julia, und an alle, die diese Veranstaltung organisiert haben. Für mich ist es eine große Freude, in einem Panel mit Elsa zu sprechen. Herzlichen Dank auch an die DolmetscherInnen, die heute diese mehrsprachige Kommunikation möglich machen. Was ich zunächst ansprechen wollte, ist die Kritik am Konzept der Pandemie, der Schattenpandemie, der Idee, dass genderbasierte Gewalt, machistische Gewalt im Schatten stattfindet während der Pandemie. Ich glaube ganz im Gegenteil, dank des Einsatzes der FeministInnen, von queeren Menschen, aber auch von GewerkschaftsaktivistInnen und allen, die sich im Themenbereich Gender einsetzen,
ist deutlich geworden, zumindest in Argentinien ist es so, und ich würde sagen, es gilt für ganz Lateinamerika, dass dieses Thema ganz oben auf der Tagesordnung steht und dass klar ist, dass es eine kollektive Problematik ist. Das hängt mit der Arbeit zusammen, die schon seit langer Zeit geleistet wird über die unterschiedlichen Gewaltformen, die es gibt, aber auch die pädagogische Arbeit, um aufzuklären, um zu verstehen, wie diese Gewalt funktioniert. Und wie diese verschiedenen genderbasierten Gewaltformen zusammengekommen sind und der Kampf dagegen in der Bewegung Ni Una Menos. Und zusammengedacht mit anderen Gewaltformen, wie beispielsweise der finanziellen, der ökonomischen, der rassistischen, aber auch der Gewalt am Arbeitsplatz. Ich glaube, hier ist viel politische Arbeit geleistet worden, um darüber zu informieren, was es bedeutet, im systemischen Sinne die Ereignisse zu lesen und zu deuten und zu verstehen, dass es Gewalten aufgrund von Interdependenzen gibt, die uns das Leben unmöglich machen. Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Losungen, politischen Losungen, die von unterschiedlichen Bewegungen entwickelt wurden. Und in diesen Losungen wurde versucht, verschiedene dieser Ausführungen zu konzeptualisieren, wie beispielsweise, meine Freundinnen kümmern sich um mich, nicht die Polizei. Wir wollen uns lebendig, frei und unverschaltet. Wir stützen uns auf feministische Netzwerke. Es reicht mit der wirtschaftlichen Gewalt von den Konzernen. Es gibt keine Souveränität der Körper ohne Ernährungssouveränität. Das sind einige dieser politischen Losungen gewesen, die auf der Straße entstanden sind, die an die Hauswände gesprüht werden, die aber auch auf Plakaten während den Demonstrationen zu lesen sind. Hier finden wir eine politische Sprache, die auf der Straße entsteht, aber die einen Widerhall im alltäglichen Leben findet. Dies ermöglicht eine Verkündung feministischer Themen und auch die Diagnose von Gewalt, von systemischer Gewalt. Und gleichzeitig beschränkt es die Betroffenen nicht auf die Position des Opfers. Ich glaube, wenn wir über Schmerzen reden, wenn wir über Angst reden, über Leid, über Schwäche, aus einem politischen Kampf heraus und aus dem Widerstand heraus, dann zeigt das, dass es den politischen Bewegungen in den vergangenen Jahren gelungen ist, vieles zu leisten. Es ist keine Politik vom Schmerz ausgehend, sondern es ist eine kämpferische Politik, die Widerstand leistet. Und ich denke, das ist etwas, was uns dank verschiedener Strategien in den vergangenen Jahren gelungen ist. Und insbesondere auch dadurch, weil wir eine Sprache gefunden haben, die Problematiken zu benennen und mit dem alltäglichen Erfahrungen solcher Gewalt in Verbindung zu bringen. Ich denke, die Auswirkungen des Streiks und der verschiedenen Mobilisierung, der Versammlung, der Kampagnen auf internationaler Ebene, wie beispielsweise die für das Recht auf Abtreibung und alle weiteren Themen, die die feministischen Debatten tagtäglich prägen, eine wahre Konstellation verschiedener Aktionen hat vor allen Dingen auch zum Ziel zu zeigen, dass das System auf Straffreiheit basiert, die vom Staat und von den Richtern gewährleistet wird. Und gleichzeitig die wirtschaftliche finanzielle Macht, die für die extraktivistische Rekolonisierung unseres Kontinents verantwortlich ist, in einem organischen Zusammenhang zu stellen. Vom Feminismus aus haben wir zeigen können, wie wichtig auch die Forderung nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit ist. Die Krise hat zu einer Krise im Einkommensbereich geführt. Es ist deutlich geworden, dass viele öffentliche Mittel fehlen für den Gesundheitsbereich, im Wohnungswesen, aber auch für die Ernährung der Bevölkerung. Und die feministische Mobilisierung auf unterschiedliche Art und Weisen hat diese Dringlichkeit nach finanzieller Unabhängigkeit noch einmal deutlich gemacht. In diesem Sinne ist die Forderung nach Gerechtigkeit im Fall von Feminiziden. Die Forderung nach Gerechtigkeit im Fall von Feminiziden ist somit eng verknüpft mit den Lebensbedingungen,
die dabei helfen sollen, aus dieser Gewalt auszubrechen. Wir wissen, dass die hegemonische Erzählweise, insbesondere die, die in den Medien stattfindet, immer darauf bestehen, auf einer nekropolitischen Darstellung der Ereignisse. Und das macht uns ohnmächtig, das macht uns machtlos. Und ich glaube, dass es möglich gewesen ist, wegen der Radikalisierung der feministischen Bewegung, hat sich trotzdem gezeigt, dass die Zahlen nicht runtergegangen sind, sondern weiterhin sehr hoch sind. Es werden weiterhin sehr viele Feminizide begangen. Es gibt weiterhin sehr viel genderbasierte Gewalt. Und dieser Frage muss sich die feministische Bewegung jetzt stellen. Wir wissen, dass die Gerechtigkeitsfrage ein sehr delikates, aber auch ein sehr entscheidendes Thema ist. Und in dieser Komplexität erleben wir einen konservativen Backlash. Und vor allen Dingen sehen wir einen strafenden Charakter für einfache Lösungen angesichts der zunehmenden Anzahl von Feminiziden. Ich glaube, in unterschiedlichen Räumen sind wir dabei, neue Formen zu finden, um Gerechtigkeit zu schaffen. Hierfür brauchen wir auch eine deutliche Zeitlichkeit. Wir müssen die Institutionen herausfordern. Wir müssen neue Forderungen formulieren. Ich glaube, dass es uns in der Pandemie gelungen ist, die Gewalt zum Thema zu machen und zu zeigen, dass es ein alltägliches Phänomen ist und kein privates. Nichts, was im Schatten stattfindet, sondern dass es Verbindungen gibt zum öffentlichen Leben. Ich glaube, das ist uns während der Pandemie ganz klar gelungen aufzuzeigen. Und das hat viel mit feministischer Sensibilität zu tun, die Dinge richtig zu benennen, darauf hinzuweisen, was die Ursachen für diese strukturellen Probleme sind. Wir haben aufzeigen können, dass die patriarchale Gewalt mit dem neoliberalen System eng verknüpft ist. Und das macht auch die Vitalität der feministischen Bewegung aus, obwohl die Situation ja wirklich schwierig ist im Moment, dieser Krisen, die uns übergestülpt wurden. Es gibt nicht nur eine Analyse der Gewalt, sondern auch den Vorschlag einer Position, wie man sich organisieren kann, wie man etwas dagegen unternehmen kann. Es wird kollektiv benannt, welche Möglichkeiten bestehen. Also, es findet keine Ankündigung auf individueller Ebene statt, sondern im Kollektiv gedacht. Welche Möglichkeiten es gibt, sich der Gewalt entgegenzustellen. Und diese Organisierung im Widerstand gegen die verschiedenen Gewaltformen hängt auch damit zusammen, deutlich aufzuzeigen, welche Dynamiken dahinter stehen. Und was es braucht, uns dieser Gewalt entgegenzustellen, nachdem es uns gelungen ist, aufzuzeigen, welche Strukturen dahinter stehen. Ich weiß nicht, Julia, soll ich hier erst einmal Schluss machen und dann später nochmal mit den weiteren Fragen weitermachen? Oder? Wie meinst du mit den weiteren Fragen? Mit allen anderen? Soll ich jetzt hier erstmal aufhören, weil ich schon 15 Minuten gesprochen habe, oder soll ich noch ein bisschen weitersprechen? Habe ich noch ein bisschen Zeit oder wie ist es? Soll jetzt erstmal Elsa sprechen und dann ich noch weiter? Ein bisschen kannst du noch weitersprechen, okay? Gut, dann würde ich einige Aspekte nochmal zusammenfassen wollen. Zunächst einmal die Bedeutung der Charakterisierung der Gewaltform durch die feministischen Bewegungen, welche Auswirkungen das für den Arbeitsplatz hat, welche Auswirkungen es für die Care-Tätigkeit hat, für die grundlegenden Arbeiten, die Gesellschaft am Laufen halten. Das hat auch zu Möglichkeiten gewerkschaftlicher Organisierung der Feministinnen geführt, aber auch außerhalb der normalen, der traditionellen gewerkschaftlichen Spielräume. Eine Anerkennung beispielsweise für die Care-Tätigkeiten. Hier in Argentinien hat es verschiedene Kampagnen gegeben und man hat eingefordert, dass diese Care-Arbeit anerkannt wird,
auf politischer Ebene, auf kommunitärer Ebene. Und man hat auch eingefordert, dass diese Arbeit einer Entlohnung bedarf. Und ich bin der Überzeugung, dass vor allem die feministische Bewegung diese Frage, vor allem die Frage des Wohnraums als sicheren oder unsicheren Ort aufgeworfen hat. Das heißt, es wurde endlich über häusliche Gewalt gesprochen, und zwar adäquat gesprochen, und auch über Femizide. Denn das Zuhause ist der Ort, an dem die meiste häusliche Gewalt, patriarchale Gewalt stattfindet. Und zu Hause ist auch der Ort, wo unbezahlte Care-Arbeit verrichtet wird. Das heißt, die ganze reproduktive Arbeit findet zu Hause statt. Und all das nützt natürlich dem kapitalistischen System. Das heißt, die Überarbeitung und die alleinige Verantwortung für die Care-Arbeit, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, findet alles zu Hause statt. Und all das, all diese Arbeit müssen ArbeiterInnen übernehmen, die sowieso schon prekär oder schlecht bezahlt sind. Das heißt, es dreht sich auch sehr viel darum, welche Art von Arbeit wird bezahlt oder nicht bezahlt. Und all das haben wir geschafft, sichtbar zu machen, unter anderem durch feministische Streiks. Und vielleicht, um meinen Beitrag zu beenden, das heißt, zusätzlich zu der Frage nach Wohnraum, bezahlter oder unbezahlter Arbeit etc., war es in Argentinien vor allem diese Widerstandsfähigkeit und auch die Tatsache, dass wir die Beständigkeit der Bewegungen, die dazu geführt haben, dass wir all das sichtbar machen konnten. Es gab sehr viele feministische Initiativen, die darüber gesprochen haben, was eigentlich Gesundheit bedeutet, was Gesundheitssystem auch bedeutet. Und es gab viele Initiativen, die über psychische Gewalt gesprochen haben, die wir in der Pandemie sehen konnten. Das heißt, es gab Nachbarschaftsnetzwerke, es gab Hilfsnetzwerke und sehr viele feministische Netzwerke, die sich gegenseitig aufgefangen haben. Es gab da auch einen Slogan, der hieß: Während der Pandemie haben uns die feministischen Netzwerke am Leben gehalten. Das ist die tatsächliche Infrastruktur, die geholfen hat. Das heißt, die staatlichen Ressourcen, die oftmals nicht für alle Menschen da waren oder gedacht waren, wurden quasi ersetzt, beziehungsweise die feministischen Netzwerke haben das übernommen, was der Staat hätte machen sollen und nicht getan hat. Vielen Dank. Das war jetzt schon, also vielen Dank auch, dass du nochmal gesagt hast, halt stopp, Schattenpandemie. Nee, also das ist ja eigentlich eine Reproduktion dessen, quasi auch patriarchale Gewalt zu marginalisieren und dass sich feministische Kämpfe, dass diese Schattenpandemie aus dem Schatten geholt haben und in das Spotlight der Kämpfe gestellt haben. Und dass du uns natürlich auch häusliche Gewalt noch in eine ganz andere Form der häuslichen oder der Gewalt, die auch im Zuhause stattfindet, nämlich auch finanzieller Gewaltförmigkeit mitgenommen hast und auch anderen Formen des vielleicht auch militanten Widerstands, nämlich auch eine ökonomische Form der geteilten Arbeit, des sich gegenseitigen Absicherns und. Und mit dieser weiten Perspektive freue ich mich jetzt dann auch an Elsa zu übergeben. Genau, liebe Elsa, magst du uns auch noch, wir hatten euch ja zu den affektiven und sozialen Dynamiken in der patriarchalen Gewaltpandemie gefragt und zu femizidalen Tötungen, welche Formen von Solidarität und empathischen Subjektivierungen ergeben sich, wie lassen sich Gefühle der Ohnmacht angreifen, und Vero hat jetzt schon viel vorgelegt und wir freuen uns, von dir zu hören. Danke, dass du da bist. Merci beaucoup. Danke, dass ich da sein darf und danke auch für die Organisation dieser Unterhaltung. Danke an alle, die das möglich gemacht haben, und danke auch an das Dolmetsch-Team, durch die ich mich halt auf Französisch ausdrücken kann. Also vielen Dank. Und ich bin auch sehr froh, mit Veronika hier zu sein. Also zusammen mit ihr teilzunehmen. Ich bin sehr gerührt. Meine Perspektive ist, dass ich möchte natürlich den Begriff Feminizid oder auch diese Vorstellung nicht
nicht unbedingt zu einer globalen Frage machen, aber ich glaube, es ist wichtig, hier auch den patriarchalen Terrorismus mit einzubeziehen. Das bedeutet, ein Terrorregime, der Körper in einem Kontinuum ökonomisch-sexueller Gewalten, und diese wohnen eben dem fortgeschrittenen Kapitalismus inne. Und im Rahmen dieser Pandemie haben wir gesehen und auch im Rahmen dieser immer noch stattfindenden Krise haben wir eben gesehen, was es bedeutet, einem Todesrisiko ausgesetzt zu sein. Wir haben über verschiedene soziale Fragen geredet und dass dieses Risiko, dem Tod ausgesetzt zu sein, immer mehr Menschen betrifft. Ich denke, es ist wichtig, auf das Patriarchat zurückzukommen, diesen tödlichen Neoliberalismus, und diese tödliche Dimension mit einzubeziehen und hier auch die Frage nach dem Feminizid als paradigmatischer Ausdruck dieses Regimes zu sehen. Deshalb denke ich, dass es sich in diesem Sinne Teil aller feministischen, zeitgenössischen, all dieser feministischen, zeitgenössischen Beiträge befindet, die Frage nach der Gewalt radikalisiert haben und daraus eine systematische Analyse des Patriarchats als Teil des Kapitalismus gemacht haben. Das bedeutet für mich vor allem, dass es dass die Reproduktion der materiellen Existenzbedingungen ein besonders wichtiges Thema ist und das Paradoxe ist, dass in der Reproduktionssphäre unserer Existenzbedingungen, unserer materiellen Existenzbedingungen ist, dass genau hier dieses extrem krasse Todesrisiko stattfindet und dass was ich damit versuche auszudrücken, ist, dass das Überleben von patriarchaler Gewalt die verschiedenen Überlebenspraktiken sind, die im Kapitalismus stattfinden. Und was ich versuche herauszuarbeiten, ist, dass dieses Kontinuum ein Kontinuum der Unmöglichkeit ist, das eigene Leben zu reproduzieren und sich das in systemischer Gewalt abspielt, Gewalt, die Frauen angetan wird und Minderheiten angetan wird und auch Gewalt durch die Polizei oder den Staat, und zwar in den sogenannten demokratischen Staaten. Und sich diese Menschen einem Justizsystem gegenüber sehen und einer juristischen Organisation unserer Leben und es gibt eben diesen Zwang, sich selbst zu verteidigen, weil unsere Existenzgrundlage geplündert wird durch Privatisierung und Raub, zum Beispiel durch Kommodifizierung und die Zerstörung der gemeinsamen Ressourcen und der Ressourcen, die uns eben das Leben ermöglichen. Hier denke ich an die geopolitische Organisation unserer Gemeinschaften, unserer Familien und insbesondere, was insbesondere im Kontext der Pandemie in Frankreich deutlich geworden ist die Frage nach der Nation und der Aufstieg von Nationalismen, faschistischen Nationalismen. Es gibt mehr Mauer, mehr Fragen nach Gebiet. Die Frage nach Gebiet wurde stärker und alles, was die Organisation unserer Lebenswelten ausmacht und dass wir uns einfach
rassialer und sexueller Segregation gegenüberstehen. Und in Frankreich liegt ein großer Teil haben diskriminierte Bevölkerungsgruppen waren diese Bevölkerungsgruppe verantwortlich für die Pflege der bürgerlichen Bevölkerungsgruppen. Also für diejenigen, die von der Gewalt verschont waren, von dieser viralen Gewalt, die eine prinzipiell ökonomische Gewalt ist. Das heißt, der patriarchale Terrorismus ist sozusagen das Kernstück des Neoliberalismus und stützt ihn. Und wenn man sich das so ansieht, dann hilft es mir dabei, sich dieses Paradox der Reproduktionssphäre zu sehen. Und genau das ist die Frage, mit der ich mich beschäftigt habe. Und eine der beiden Fragen, die besonders wichtig waren, ging darüber, alles, was sich in dieser Sphäre stattfindet und was der Ausdruck dieses Todesrisikos ist, auch Teil eines ideologischen Kriegs ist, um jetzt diesen Ausdruck zu nutzen. Ein ideologischer Krieg, der aus der Derealisierung dieser Gewalt besteht und dieses Todesrisikos in der Reproduktionssphäre. Historisch gesehen oder wenn man sich die Geschichte betrachtet, dann wissen wir, dass die Teilung zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen immer ein Mittel war, zu depolitisieren und die Machtverhältnisse zu derealisieren, also die besonders brutalen, die Privatsphäre betroffen haben. Und das betrifft natürlich alle Fragen des Genders, aber auch Fragen der Fürsorge und alles, was sich auf die tatsächlichen Lebensnotwendigkeit bezieht oder alles, was das Leben lebensbelebbar macht. De se déployer. Donc dans cette question de guerre idéologique, on Was sait diesen aussi ideologischen Krieg betrifft, wissen wir auch, oder die Frage danach, wissen wir auch, dass patriarchale Gewalt und insbesondere Feminizide ein Dispositiv multipler Derealisierungen, trotzdem wir die Zahlen kennen und trotzdem wir die Opfer beweisen. Could you maybe slow down a little bit? Sorry for interrupting you. Donc il y a donc ces dispositifs de déréalisation. Also dieses Dispositiv der Derealisation, das trotz aller Zahlen und trotz der Materialität der Fakten, der Daten, ist eins der Mittel und ein Mittel, immer noch, dass wir, wenn wir über Feminizide reden, über Einzeltaten oft sprechen oder Rahmen, die innerhalb der Familie abspielen. Und wenn man über die gleichen Feminizide spricht, dann wissen wir, dass auf internationaler Ebene wir permanent mit bestimmten Bildern konfrontiert sind, mit einem bestimmten Bildfeld, das immer wieder die Gesichter und die Körper dieser Frauen zeigt, der Getöteten. Und dass dieses Regime der Sichtbarkeit selbst auch eine Art Ohnmacht hervorruft und eine Opferkategorie erstellt, die
die auch zu einem Bild dieses unsichtbaren Aggressors führt, Täters führt, der omnipotent ist, weil es weil man mit diesem Bild oder weil er eben die Fähigkeit hat, töten oder töten zu lassen. Das ist natürlich eine Weißwaschung der staatlichen Institutionen, die es erlaubt, die diese Dimension der Gewaltheit erlaubt. Und es ist auch ein Dispositiv, das auch zu einer Individualisierung oder mit dieser Individualisierung der Gewaltopfer führt, die eben alleine sind, die alleine mit dieser Gewalt konfrontiert werden und alleine sich verteidigen müssen. Und in diesem Dispositiv gibt es auch eine eminent rassistische und kulturalistische Dimension, in der die patriarchale Gewalt in Westeuropa in diesem Kontext eine anthropologische Eigenschaft oder kulturelle Eigenschaft von dieser oder jener Bevölkerungsgruppe oder Religion wird. Und wir kennen diesen Mechanismus, diesen Derealisierungsmechanismus, aber das hat dann Auswirkungen, die überdacht werden müssen, das Bewusstsein geschaffen wird dafür. Historisch gesehen wurde diese Frage immer wieder neu, also im Feminismus neu behandelt, und zwar immer in der Perspektive des Narrativs, der Erzählung, der Perspektive. Und der Übergang von der eigenen erfahrenen Gewalt zur Politisierung und in diesem Rahmen des Bewusstmachens, des politischen Bewusstmachens, du corps violenté. Von einem von einer individuellen Perspektive auf eine kollektive. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich im Rahmen des Neoliberalismus etwas abspielt, was das gewählte Wort oder die Erzählung betrifft. Etwas, das sich abspielt, das mit der Idee spielt, die Geschichten der Gewalt, also das Narrativ der Gewalt zu multiplizieren und so ist die Konsequenz eine Derealisierung nicht der Gewalt, sondern auch des Selbst. Auf einem körperlichen, fleischlichen, fast schon einem Niveau, das die Muskeln betrifft. Und das bedeutet auch, dass das Wort das Wort Gewalt eine wichtige Rolle immer in dem Gerichtssystem auch gespielt hat oder im Gericht. Und in der Debatte um die Gewalt gegen Frauen. Mein Vorbehalt, was die Frage des Wort, das gewählte Wort betrifft, ist, dass ich denke, dass wir auf einem politischen Niveau denken müssen, dass wir zu einem fast schon individuellen Perspektive übergehen müssen und auf dieser individuellen Perspektive die Möglichkeit der Bewegung
und Körperlichkeit bedenken müssen. Also warum spreche ich jetzt über diese... Okay, also dann noch so eine Minute. Warum spreche ich also über diese Individualität jetzt? Und zwar gibt es jetzt zwei Elemente. Zum einen denke ich, dass es etwas immanent Politisches in den verschiedenen individuellen Selbstverteidigungspraktiken gibt. Das sind verschiedene Formen der Selbstverteidigung gegenüber dieser Derealisierung des Selbst. Und durch sie kann Realität wiedererlangt werden, eine Realität der eigenen Existenz. Und das Zweite, was ich jetzt noch ansprechen wollte oder was auch in die Diskussion mit aufgenommen werden kann, ist, dass das, was bei der täglichen Selbstverteidigung stattfindet, einfach aus dem Bedürfnis des Überlebens ein tatsächlicher Kampf um die Möglichkeit der Reproduktion ist. Und was ich glaube, was ich versucht habe zu untersuchen, ist, das Ganze nicht in einem mikropolitischen Kontext zu betrachten, sondern die Idee der Selbstverteidigung, die fast schon ein intimes Konzept ist, Vielen, vielen Dank, Elsa. Vielen Dank euch beiden. Das war jetzt wirklich also wahnsinnig, wahnsinnig breit aufgestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Also auch nochmal bis quasi in auch die eigene Subjektivität und von der aus wieder auf das Feld schauend. Ich glaube, dass wir quasi jetzt für diese Diskussion uns eh schon sehr viel vorgenommen hatten. Also der Titel der Veranstaltung ist ja auch schon Widerstand gegen Femizid, gegen patriarchale Gewalt in der Pandemie und bitte auch noch die affektiven Dimensionen beachten. Das ist ja ein ganzer Block. Und um das vielleicht ein bisschen griffiger nochmal hinzubekommen, dachte ich oder möchte ich euch gerne bitten, beide vielleicht eine ganz konkrete Situation zu erzählen. Weil was wir ja auch gerade tun, ist zu sagen, oder ihr vor allen Dingen, diese Gewaltverhältnisse, ihr spannt sie intersektional auf. Ihr zeigt, wie viele Dimensionen da drin stecken. Also es ist nicht bloß patriarchale Gewalt. Nein, es ist patriarchale Gewalt verwoben mit rassistischer Gewalt, mit neoliberaler Ausbeutung. Und das macht eigentlich eine Matrix auf. Und ich glaube, ihr seid wie keine anderen in der Lage, quasi das so herauszustellen. Und jetzt aber könnt ihr das auch an einer konkreten Begebenheit vielleicht nochmal klar machen und vielleicht auch an einer konkreten Begebenheit des Widerstands, damit wir quasi als Zuhörende auch nochmal so klar kriegen, ah ja, das ist das und das gehört so zusammen. Dankeschön. Ah, und was haben die Affekte damit zu tun, wenn das geht? Möchte... Vielen Dank für die Frage, Julia. Vielen Dank auch für viele von den Dingen, die Elsa gesagt hat. Ich glaube, wir haben viele Überschneidungen. Und man könnte das vielleicht noch einmal synthetisieren als feministisches Programm gegen die Prekarisierung des Lebens. Als Möglichkeit, diese multiplen Gewalten, die sich im Rahmen der Reproduktion artikulieren. Was bedeutet das? Konkrete Initiativen seitens der FeministInnen, die sich ausweiten in diesem Feld der Reproduktion, das ja heute als das Feld erscheint, wo die aggressivste Politik des neoliberalen Systems stattfindet. Also diese super Ausbeutung im Bereich der Arbeit, diese Aneignung der Zeit, in der sozialen Reproduktion und dann der Entleerung von Ressourcen, die eine kollektive Reproduktion möglich machen sollten. Ich glaube, das ist das Feld, das vom Feminismus aufgezeichnet wurde als das politischste Feld. Dort findet die meiste Gewalt statt. Und auf diesem Feld
geschieht aber auch die Selbstverwaltung, der Selbstschutz, die Selbstverteidigung. Für mich ist wichtig, das, was Elsa gesagt hat. Wie kann man Selbstverwaltung mit Selbstverteidigung in Übereinklang bringen? Wie kann man beide Aspekte quasi als die beiden Seiten derselben Münze sehen? Wie kann man Ressourcen für die Selbstorganisation nutzen? Wie kann man feministische Netzwerke nutzen? Das alles sind ja Strukturen der Selbstverteidigung. Also wir haben auf einer Seite die materielle Seite, die Materialität der Ressourcen, die uns psychisch stärkt, aber auch im affektiven Sinne stärkt. Sie schaffen Vertrauen, um der Gewalt entgegenzutreten. Verwaltung ineinandergreifen als ein feministisches Projekt? Ja, eine Kampagne gab es in dem Bereich von der feministischen Bewegung während der Pandemie. Und diese Kampagne hieß Nos cuidan las promotoras. Die Promotoras territoriales sind unterschiedliche Frauen, Lesben, Transpersonen, die verschiedene Initiativen unterstützt haben, weil das Gesundheitssystem so im Argen lag und weil die Ernährungssituation für die Bevölkerung so schlecht war. Es war aber gleichzeitig auch eine politische Arbeit, die nicht entlohnt wurde, die nicht anerkannt ist in dem Sinne. Und dieser Satz, nos cuidan los promotoras, also die Promotoras, diese eben beschriebenen Personen, kümmern sich um uns, die machen kommunitäre Arbeit, das war wirklich ein Schlagwort. Gleichzeitig ging damit einher aber auch die Forderung nach Lohn für diese politische Tätigkeit. Und gleichzeitig gab es eine Anerkennung, dass es ohne diese Selbstverwaltung auch keine Organisation der Krise geben konnte in der Pandemie. Diese Frauen waren aber gleichzeitig überausgebeutet. Die Infrastrukturen, die kommunitären Infrastrukturen, waren notwendig, um der Krise etwas entgegenzusetzen in der Pandemie. Sie haben diese Arbeit mit ihren Körpern geleistet, weil die Not eben so groß war. Und ich glaube, diese Dimension, also gleichzeitig eine politische Kampagne zu machen und zu sagen, wir fordern Selbstverteidigung, wir fordern Selbstverwaltung und hierfür wollen wir aber öffentliche Mittel. Denn wer bekommt denn öffentliche Mittel? Und wie kann man diese verschiedenen Dynamiken zusammenbringen? Also wie kann man die Selbstverwaltung gleichzeitig mit der Forderung nach öffentlichen Mitteln zusammenbringen? Wichtig erschien mir auch die Forderung nach einer Entschuldung, die in diesem Zusammenhang aufgetragen ist. Denn es gibt ja sehr viele verschuldete Haushalte. Und diese Verschuldung der Haushalte hat dazu geführt, und sie ist gewisserweise ein finanzielles Instrument, was dazu dient, also die Haushalte müssen sich verschulden, um das aufzufangen, was während der Krise nicht vom öffentlichen Sektor geleistet wird. Und wir brauchen hierfür Verteidigungspolitik angesichts dieser finanziellen Kolonialisierung. Und ich glaube, hier gab es verschiedene Initiativen. Also was bedeutet uns vor dem Finanzsektor zu schützen? Das ist ja quasi das abstrakteste Kommando des Kapitals auf dem Vormarsch. Vorgeblich soll es Probleme lösen. Also es werden Hilfen vergeben, die aber zurückgezahlt werden müssen, mit denen sich die Menschen verschulden, die aber gleichzeitig dazu beitragen, die Krise aufzufangen. Und es gab eben diese Initiativen zu sagen, das geht so nicht. Und da kam gleichzeitig auch die Selbstverteidigung und die Selbstverwaltung zusammen und sich dieser abstrakten Gewalt, dieser finanziellen Gewalt entgegengestellt. Aber diese finanzielle Gewalt betrifft ja konkrete Körper. Es ist nämlich genau diese finanzielle Gewalt, die auch die machistische Gewalt bestätigt, verfestigt. Und ich glaube, die feministischen Initiativen haben darauf hingewiesen, haben diese Thematik konzeptualisiert. Und sie haben das sichtbar gemacht, was man sonst oft nicht sieht, nämlich die finanzielle Gewalt, die ja oft auf makropolitischer Ebene agiert und die wir nicht so sehr in den Territorien für die Körper wahrnehmen. Und diese Losung, dieses Slogan,
Wir werden diese Krise nicht mit unseren Körpern, unseren Territorien bezahlen. Das war ein wirklich wichtiger Slogan für die feministische Bewegung in Lateinamerika. Und ich glaube, es war gleichzeitig auch eine Möglichkeit, diese Auseinandersetzung konkret zu benennen, um zu sagen, wer übernimmt denn eigentlich die Ausgaben, die Kosten dieser Krise? Das geht jetzt ja wirklich nochmal auch dazu, Selbstverteidigung auch eben als finanzielle Form der Sorge füreinander und des Kampfes auch gegen Wohnraumknappheit und weiter auszudeuten. Elsa, magst du daran nochmal anknüpfen mit einer konkreten Formulierung, was du sagst, was eben die Form der patriarchalen Gewalt verwoben mit anderen Gewaltformen in der Pandemie, wo sie sich ausdrücken und einen anderen auch konkreten Fall von Widerstand skizzieren? Oui, sur toute la question liée à nos conditions de vie pendant cette pandémie. Also alles, was so die Lebensbedingungen während der Pandemie betrifft, also diese ganze Frage war insbesondere davon geprägt, also von der Lockdown-Situation geprägt. Also was zum Beispiel das betrifft, was in Frankreich passiert ist, da war ein sehr heftiger Lockdown mit polizeilicher Überwachung, zum Beispiel Überwachung, wann man rausgehen durfte und also sein Haus verlassen durfte. Und es gab diese Idee, dass das Zuhause der Mikrokosmos einer Situation wurde, einer globalen Situation. Also diese globale Situation sich auf das Niveau des Zuhauses übertragen hat. Und in dieser Situation, in dieser Lockdown-Situation, gab es auch die Idee einer Form der Selbstorganisation, aber auch die Idee zu sehen und intensiv zu spüren oder intensiv zu leiden unter Ausbeutungssituationen. Raciale und sexuelle Ausbeutung unserer Lebensbedingungen und auch die andere Idee, die glaube ich sehr wichtig war, dass viele sehr erschöpft waren, weil es nicht genug kollektive Organisationen oder institutionelle Fürsorgeinstitutionen gab und einfach nicht genug Solidarität mit und die anderen Fragen, wie zum Beispiel Knappheit oder Zugriff auf Fürsorge oder auf gesundheitliche Fürsorge und was die Gewalt in diesem Lockdown-Kontext betrifft, da denke ich an die Ethik der feministischen Selbstverteidigung, weil traditionell was bei den Selbstverteidigungspraktiken der Feministinnen so, dass die physischen Techniken, die angewandt wurden, waren fast alles immer Selbstverteidigungstechniken innerhalb eines sehr begrenzten Raums, weil wir wissen, dass sexuelle Gewalt in der Regel in einem sehr geschlossenen Raum oder in einem sehr beschränkten Raum stattfindet. Zum Beispiel, wenn man an die Mauer gedrückt ist. Und hier treffen wir eben auf die tatsächlichen Kampftechniken, also wie man auf diese Art der Aggression antworten kann. Und für mich ist es sehr symbolisch, dass es in der feministischen Selbstverteidigung schon diesen Begriff der reellen Selbstverteidigung ist und dass es dass hier entgegengewirkt gegen die verschiedenen Diskurse der Reproduktion und dass es hier die Situation neu konfiguriert wird. Und was mich insbesondere interessiert an der aktuellen Situation, in der wir uns jetzt befinden,
ist die verschiedenen Bedingungen, die jemanden der Gewalt aussetzen, dass wir immer der Gewalt ausgesetzt sind, dass wir es nicht mehr schaffen, selbst in diesen Modus der Selbstbeteiligung zu kommen. Und das ist irgendwie das Paradox dieses Lockdowns. Einerseits war es sehr brutal und eine reelle Kondition, eine reelle Bedingung, die aufgezeigt hat, wie die Gewaltverhältnisse sind. Was bedeutet unter derartigen Bedingungen dann eigentlich Militanz? Also wenn sich die Möglichkeiten des quasi Rauskommens und du sagtest ja auch, ne, im Lockdown des Gefangenseins mit dem Täter beispielsweise, wenn es dem nicht mehr die Möglichkeit gibt oder so kollektive Organisationen so sehr erschwert wird, weil sie so viel eigentlich auch auf der Straße stattfindet, aber ja nicht nur, wie ja auch immer Vero sagt, nein, es geht auch darum, quasi auch die häusliche Sphäre zu verkollektivieren und quasi auch den darüber hinweg Allianzen zu spinnen. Aber was hat es denn mit der Vorstellung von Militanz vielleicht verändert? Also dieser Lockdown oder diese, man merkt, wie ein Neoliberalismus immer noch mehr Macht über Körper bekommt, weil die Verschuldung dieser Menschen immer krasser wird. Also diese neue Realität der Pandemie, wie hat die sich auf das Verständnis von Militanz in feministischen Bewegungen ausgewirkt? Gibt es Militanz noch? Oder muss es sie wieder geben? Tu veux, je réponds? Oui. Ça me faisait penser à la question. Ich habe daran gedacht, also ich habe an die Selbstverteidigung gedacht, als eine der unsichtbaren Arbeiten, sozusagen, die verrichtet werden. Es gibt die feministische Selbstverteidigung von Frauen, von Geschlechtsminderheiten. Und anderen Individuen und Kollektiven und die einfach überleben wollen und für sie ist eben die Selbstverteidigung eine unsichtbare Arbeit, also das reine Überleben eine unsichtbare Arbeit. Also ist Militantismus schon Arbeit, schon Mühe und man leistet eben schon diese Arbeit einfach durch das Überleben, das Überstehen eines Tages, einer Grenze, das Überschreiten einer Grenze, den Termin beim Arzt oder auch einfach durchzuhalten bei einem Familienessen. Manchmal ist es schon das. Und was für mich sehr wichtig ist, ist die Frage nach den polizeilichen Dispositiven und der Kriminalisierung der sozialen Bewegung. Führen dazu, dass heute die Frage nach der Besetzung des öffentlichen Raumes als wichtiges Thema des Kampfes heute schon ein sehr riskantes Thema geworden ist, weil Körper verletzt werden bei Demonstrationen. Heute in einer europäischen Demokratie werden Körper verletzt. Man kann seine Hand verlieren, man kann sein Ohr verlieren und auch durch finanzielle Schläge kann man verletzt werden. Also hier befinden wir uns wieder im Reellen, im Sichtbaren. Und ich glaube, dass hier der Feminismus etwas Historisches hat, weil es diesen politischen... Weil uns erlaubt wird, die eigenen Gefühle zu zeigen, seine eigene Beziehung zur Welt und feministischen Widerstand zu leisten, bedeutet für sich selbst wieder Realität zu schaffen. Und das ist wirklich dieses Bild des Schreiens. Ich will schreien, aber ich kann nicht schreien. Es kommt nicht aus meinem Mund, weil ich selbst außerhalb der Realität existiere. Und feministisch Widerstand zu leisten, ist dieser Prozess auf der
auf dem privaten, intimen, körperlichen Niveau. Und ich glaube, das ist die Frage für alle Bewegungen und für die feministische Bewegung heute, wie man voranschreitet, weil es ein historisches. Vielen Dank, Elsa. Das war super machtvoll, kräftig. Vielen Dank. Bevor wenn du möchtest, auch noch auf die Frage reagieren kannst, ist nochmal die Bitte an alle Zuhörerinnen, wenn ihr sie mögt, könnt ihr gerne die Fragen an Miro und Elsa in den Chat schreiben. Ich habe noch 100.000, ist nicht so schlimm, wenn sie nicht sofort kommen, aber fühlt euch sehr eingeladen, noch zu schreiben. Genau, Vero, möchtest du darauf noch reagieren, weil ja wirklich quasi immer nach Lateinamerika geguckt wird, vielleicht da kämpfen die Feministinnen und sind militant und wir können uns das wieder abgucken. Was hat sich da in der Pandemie, das, vielleicht auch das Verständnis von Militanz verändert? Ich glaube, die Pandemiesituation hat neue Formen des Widerstandes hervorgerufen und ist in den öffentlichen Raum gegangen. Und das war unser gemeinsamer Raum, dieser öffentliche Raum. Die Beschränkungen, die es im öffentlichen Raum gab, haben diesen öffentlichen Zugang beschränkt. Nichtsdestotrotz hat die Arbeit in den Stadtvierteln zugenommen, die solidarische Arbeit. Und dadurch ist ein neuer Zusammenhalt entstanden, der immer mehr Feministinnen auf die Straße gebracht hat. Diese Formen des Lockdowns, diese Krisenbewältigung hat zu einer Intensivierung auch der gesellschaftlichen, der sozialen Klassen geführt. Die feministischen Bewegungen schaffen ja Räume der Begegnung, wo Austausch möglich ist, wo eine gemeinschaftliche Arbeit möglich ist. Und das war eine ganz unglaubliche Dynamik, die da entstanden ist, an Versammlungen, Workshops, Kursen. In Argentinien gab es dieses große Treffen zwischen Frauen, was heute Treffen von Frauen, Feministinnen, Trans, Lesben bedeutet heißt. Und das hat stattfinden können. Und das ist ein sehr wichtiger Raum, in dem die politische Agenda des Feminismus in Argentinien bestimmt wurde. Und durch die Pandemie war das erstmals unterbrochen. Es haben also Räume gefehlt, in denen dieser politische Austausch stattfinden kann. Die Mobilität in den Städten war eingeschränkt. Der Zugang zu öffentlichen Ressourcen war eingeschränkt. Die Situation, die Wohnsituation, die Gesundheitssituation war für die Menschen schwierig, aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise schwierig. Und diesen kollektiven Raum, den wir geschaffen hatten. Das wäre nochmal die Bitte auch an uns alle drei, mich sehr oft eingeschlossen, langsamer zu sprechen von Interprice. Wenn du noch etwas hinzufügen möchtest, gerne, Vero. Das wäre nochmal die Bitte. Soll ich das nochmal wiederholen, was ich gesagt habe? Vielleicht sag doch nochmal den letzten Satz. Das ist bestimmt die sichere Variante. Que por supuesto la dimensión de confinamiento. Der Lockdown hat in unterschiedlichen Phasen der Pandemie, die Politisierung der öffentlichen Räume beeinträchtigt. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass neue Formen gefunden wurden, der Verbundenheit. Es wurden neue gemeinsame Territorien entdeckt. Und ich glaube, das erklärt, wie das Überleben in der Pandemie überhaupt möglich war. Ohne diese gemeinsamen Territorien, ohne diese Netzwerke, ohne diese geschaffenen Infrastrukturen für das Kollektiv, wäre es gar nicht möglich gewesen zu überleben. Zumindest nicht in dem Maße, in dem es uns möglich gewesen ist. Und das sage ich trotz all der Todesfälle, die es gegeben hat, trotz vieler dramatischer Situationen, die sich ereignet haben. Aber ich glaube, wenn es das nicht gegeben hätte, wäre die Situation noch einmal viel dramatischer gewesen. Die Feministinnen haben diese Care-Strukturen geschaffen, selbstverwaltete und selbstverteidigende Strukturen.
Selbstverwaltung versteht man gut, oder? Also ich meine damit die Selbstverwaltung von Ressourcen und Möglichkeiten. Wie kommen wir zusammen? Nun, wir arbeiten. Wir haben viel weniger Einnahmen. Und damit steht uns auch weniger Zeit zur Selbstorganisation zur Verfügung, als beispielsweise Zeit, um an einer Versammlung teilzunehmen, um an einem Treffen teilzunehmen. Keine Ahnung, wie lange es dauern kann. Aber ich brauche ja auch noch die Zeit, um dahin zu kommen, wo es vielleicht stattfindet, wo ein solches politisches Treffen stattfindet. Und das erinnert mich dann auch erneut wieder an das Thema Backlash. Diese Zeit hatten wir eigentlich schon gefunden. Hier sagen wir ganz oft, wir sind hier für uns. Die Zeit für die Auseinandersetzung. Die Idee war, einen Raum zu finden, Zeit zu finden, um uns politisch auszutauschen und zu organisieren. Und da weniger Zeit zur Verfügung steht, steht auch weniger Zeit für die politische Organisation zur Verfügung. Die ist aber die Grundlage für politische gemeinsame Projekte. Und ich glaube, das ist hier quasi ein Kampfkörper gegen Körper, wie wir es schaffen, Zeit zu finden, um kollektive Arbeiten gemeinsam zu machen, wenn wir doch in der Situation sind, dass wir mehr arbeiten müssen, um weniger zu verdienen. Und das sind also neue Formen, in der unsere Organisationsfähigkeit erneut beschränkt wird. Ich glaube, uns steht jetzt eine gewaltige Aufgabe bevor, diese Zeit zurückzuerobern, diese Orte, an denen wir uns treffen konnten, für uns zurückzuerobern und auch Orte für gegenseitiges Kümmern, für Entspannung, für Ausruhen zu schaffen. Denn wir sind alle sehr müde. Wir brauchen diesen Raum. Wir brauchen diese Zeit und den Raum, uns regenerieren zu können für all das, was wir in den letzten 2 Jahren durchgemacht haben. Mir brennt eine Frage unter den Nägeln jetzt. Also weil, danke, ne? Also ihr habt ja jetzt auch gesagt, okay, Militanz neu zu framen, also auch als eine Arbeit, die auch darum, auch erstmal sich Zeit zu verschaffen. Das erinnert mich sehr an ein Kinderbuch, ein deutsch verfasstes, wo es darum geht, dass es die Zeitdiebe gibt, die quasi den Menschen die Zeit wegnehmen. Und es gibt ein Mädchen, Momo, das diesen Zeitdieben quasi dadurch auch entkommt, dass sie ihre Zeit ganz anders, also quasi nicht wertschöpfend, quasi, dass sie nicht ausgebeutet werden kann. Und ich finde, und Momo ist eben auch eine, die die Räume, soziale Räume öffnet, in denen Menschen miteinander sein können, in Kontakt, also ein Wir zusammen, Wir miteinander Raum. Und in diesem Moment von Re-Realisierung, was du gesagt hattest, Elsa, ne? Also auch quasi als Politisierung des eigenen Bezugs zur Realität und diesem Aufspannen auch von Räumen, was ihr beide gesagt habt, ist mir beim Lesen eurer Bücher aufgefallen, dass ihr euch beide sehr stark auf den Begriff oder immer wieder auch auf des Territoriums bezogen habt. Und also genau, Elsa, du zitierst die Schriftstellerin Jordan June, indem du sagst, dass es nicht darum geht, in einem phantasmatischen Unter-sich-Sein in Sicherheit zu sein, sondern darum, Territorien zu errichten und zu schaffen, von denen man die Wut auspolitisieren kann. Und Vero, du sprichst vom Körper als Komposition von Affekten, Ressourcen und Möglichkeiten, die nicht individuell sind, sondern quasi ein Gewebe, das angegriffen wird und sich verteidigen muss. Und ich finde, in diesem, erklärt doch mal diese Idee von Territorium, die ich total spannend finde und über die ja sehr viel von, wie werden wir eigentlich zum Subjekt, verstehen wir uns als Individuum oder als Teil eines Territoriums und was macht das dann mit uns? Also vielleicht sag doch mal was zu dieser Idee des Körperterritoriums oder des Territoriums als gemeinsamer Kampf. Ich sollte nicht immer 2 Fragen stellen. Also sag doch mal was dazu, bitte. Ich glaube, dass ich jetzt viel sage, was Veronika vielleicht auch sagen würde. Ich glaube es aber, dass da nicht die gleiche Genealogie dahinter steht, wie wir uns dieser Frage nähern oder wie wir das denken. Ich glaube, dass in der Frage nach dem Gebiet
Und auch hier gibt es auch eine sehr materielle Dimension, eine Dimension, eine sehr dichte Dimension. Es ist wirklich, die Frage ist wirklich, seinen eigenen Bezug zur Welt in etwas zu verankern, das tatsächliche körperliche Spüren betrifft. Also die Frage, dass keine Luft mehr bekommen, wenn man Angst hat zum Beispiel, und diesen Handlungen und diesen Affekten eine neue Realität zu geben, um sie als Teil der Selbstverteidigung zu sehen. Und ich glaube, es gibt eine komplette neue Kartografie des eigenen Bezugs zur Welt und nicht sich selbst, sondern zu verankern, diesen Gedanken zu verankern in einer neuen körperlichen Realität. Wenn ich über die muskuläre Realität spreche, dann meine ich nicht tatsächlich die Muskeln und die Kraft, sondern sich seines eigenen Körpers bewusst zu sein. Und ich glaube, was hier, das ist auch sehr nah, also mit dieser Idee bin ich auch sehr nah an Fanon, an Fanons Idee, dass Fanon in Die Verdammten der Welt diese Reflexion über die Brutalität der kolonialen Ordnung anstellt. Diese Brutalität, die den Kolonialisierten dazu zwingt, wie in einem Traum zu leben. Im Traum, sich zu verteidigen, den Traum zu laufen, zu rennen und sich zu rächen. Und ich glaube, dass diese Idee hier auch ist, dass diese Idee auch noch gibt, dass wenn man in ein Subjekt ist, dass ein Subjekt, das immer zur Verfügung steht für andere Subjekte, dann ist dann sind wir immer auf dem Gebiet der Herrschenden. Und eine Taktik ist es, sich aus sich selbst sein eigenes Gebiet zu machen. Und Fanon hat auch zu dieser Frage gearbeitet und bei Fanon findet sich auch die Genealogie der Widerstände und die Idee des Verlassens des Gebiets, also in dem Fall der Plantage, und zu flüchten, die aus diesem Gebiet, aus dieser kolonialen Ordnung auszubrechen und eine neue Welt aufzubauen, einen neuen Raum zu schaffen und eine neue Gemeinschaft. Und ich glaube, dass sich diese Frage auch eine Frage ist, die unsere Bewegung betrifft und auch das Herz der feministischen Bewegung. Und eine Frage aufwirft, nämlich die Frage nach dem Kampf gegen Nationalismen und indem man sie eben auf verschiedene Formen des Separatismus und der Selbstorganisation des möglichen Lebens außerhalb des patriarchalen Kapitalismus bezieht. Also Elsa, ich finde das jetzt total gut, deine genealogische Herleitung oder wie du dieses Territorium quasi aufspannst und wie du es körperlich belebst und wie du Fanon dazu nimmst. Ich fand das total wichtig und ich glaube aber auch, dass das mit Veros Idee vom Cuerpo Territorio, vom Körperterritorium, total resoniert und Resonanz erzeugt. Oder Vero? Und ich würde dir jetzt quasi die Möglichkeit geben, noch auf diese Frage zu reagieren. Und dann gibt es im Chat eine Frage von Eva von Redeker. Miro, magst du noch vor der Frage? Sí, para cruzar estas genealogías,
Creo que es genau, vielleicht kann ich auch noch einmal kurz auf diese Genealogie eingehen. Ich glaube, dass diese Frage von Körper und Territorium etwas sehr Verankertes ist in Lateinamerika. Es geht darum, die anti-extraktivistischen Kämpfe zusammenzudenken mit den Kämpfen um Territorien, um die eigenen Körper. Und Frauen sind in vielen dieser Kämpfe an vorderster Front. Und was bedeutet diese Idee von Körperterritorien? Das heißt, die anti-extraktivistische Kritik kann hier verbunden werden mit einem neuen Konzept von Körperterritorien. Es geht darum, dass es kein individuelles Problem ist, sondern dass es ein kollektives Problem ist. Ich glaube, dass dieses Konzept, was sehr stark verbreitet wurde durch die feministischen Kämpfe, sehr interessant ist. Denn das Konzept ist aus diesen feministischen Kämpfen entstanden und wurde dann sehr viel konzeptualisiert und auch von anderen übernommen und verwendet. Und ich glaube, es hat die Kraft, diesen Begriff zu erweitern und zu analysieren, was hinter dem Begriff Dekolonisierung stecken kann. Das heißt, es geht um die verschiedenen Formen der Vergewaltigung, der verschiedenen Formen der Ausbeutung, die auf den Körper bzw. Körperterritorien stattfinden. Und das bewirkt natürlich auch ein neues Denken darüber, was Selbstverteidigungsstrategien sein können. Das heißt, diese antikolonialen Dynamiken müssen verbunden werden mit anti-extraktivistischen Dynamiken und feministischen Ideen. Es gibt da natürlich verschiedene Feminismen, die wir zusammendenken können, die der Feminismus schwarzer Frauen, indigener Frauen. Und ganz am Ende geht es darum, eine neue Subjektivität zu denken und zu schaffen. Was sind kollektive Territorien, die es überhaupt möglich machen, dass eine soziale Reproduktion stattfinden kann? Das heißt, es geht immer wieder darum, die Dimension der Reproduktion zusammenzubringen und zusammenzudenken mit anderen kritischen Bewegungen. Auch nach der gemeinsamen Subjektwerdung, mit einem vielleicht auch einer Idee eines Territoriums in der Pandemie, das würde ich euch bitten, im Hinterkopf zu behalten, weil ich euch das gerne so als letzte Frage und als letztes Statement vielleicht später nochmal fragen möchte. Um jetzt nämlich die Bühne freizugeben für genau die Frage von Eva. Und Usche, magst du uns sie kurz reinwerfen, bitte? Okay, dann würde ich sie mal lesen, genau. Bin ich noch nicht on? Nee, aber jetzt kommst du? Zumindest hören wir dich. Okay, sorry, jetzt. Ja, also es geht darum, um die Frage des Verhältnisses zwischen Selbstverteidigung und Fortpflanzung. Eva findet die Elsas Betonung der Selbstverteidigung wirklich kraftvoll und Lebensveränderung. Da kann sie ihr nicht genug danken. Aber sie fragt sich auch, wie wir sie einsetzen können, ohne eine Art von Heldentum zu entwickeln, das andere Formen des Widerstands zweitrangig macht oder die Opfer als unzulängliche Selbstverteidiger erscheinen lässt. Sie denkt dabei an Reproduktionsarbeit oder das, was Maya Williams und Co. Revolutionary Mothering als Strategie nennen. Denn wenn man sagt, dass wir im Neokapitalismus leben oder dass der Femizid ein paradigmatischer Akt im Neoliberalismus ist, dem sie zustimmt, dann muss die militante Verteidigung dagegen immer beides sein. Verteidigung des Lebens, aber auch Regeneration von prekärem Leben. Arbeit gegen den Tod sozusagen. Oder Pflege als Verteidigung gegen das Sterben an Erschöpfung. Stimmt ihr dem zu? Oder halten Sie das für eine Art, die Realität des physischen Angriffs zu leugnen? Möchte einer von euch darauf reagieren? Vielleicht
Elsa, zuerst du mit der Frage nach dem Selbstverteidigung / Heldentum und der Verknüpfung dessen. Oui, merci. Ça me donne l'occasion de... Vielen Dank. Jetzt habe ich die Gelegenheit, mir bewusst zu werden, dass ich Selbstverteidigung nie vor diesem Hintergrund von Heroismus gedacht habe oder in einer viridistischen Form davon. Was ich versucht habe zu präzisieren, sind die ganzen verschiedenen Formen der Selbstverteidigungspraktiken und die alle verschiedenen Modalitäten sind, mit Gewalt klarzukommen sozusagen und die, wie gesagt, auch sehr konkret sein können, dass man sich eben nicht verteidigt, also dass man nicht kämpft oder und das bezieht eben auch Fragen ein, wie zum Beispiel die Flucht als eine der verschiedenen Selbstverteidigungstechniken, eine sehr effiziente. Und es ging wirklich darum, diese Repräsentation von, diese heroische Repräsentation, die wir von Selbstverteidigung haben, zu zerbrechen. Und es ging darum, ein Kontinuum verschiedener Praktiken zu beschreiben und auch um zu beschreiben versuchen, eine erlebte Erfahrung zu beschreiben versuchen, eine gemeinsame Erfahrung der Selbstverteidigung, die kein Label hat und damit auch diese Idee zu kritisieren und diese Vorstellung zu kritisieren, dass das Opfer der absoluten Ohnmacht ausgesetzt. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt wirklich diese historische Repolitisierung des Feminismus, dieses gleichgestellten, widerständigen Opfers. Und aus dieser Perspektive habe ich versucht, auch über diese Idee der Beute zu arbeiten und genau über die verschiedenen Strategien zu schreiben, die angewandt werden, also individuell oder auch kollektiv, die angewandt werden gegenüber einer gegenüberstehenden Macht. Und wir haben relativ selten über eine Phänomenologie der Beute nachgedacht. Also die Beute war selten im Mittelpunkt der Reflexion. Also was es bedeutet, Beute zu sein innerhalb von Regimen, neoliberalistischen, patriarchalen Regimen. Und was ich auch jetzt noch ansprechen wollte, ist eben die Frage nach der gemeinschaftlichen Selbstverteidigung, die Frage der Verbindung und der Lebensgemeinschaften, die auf Selbstverteidigung basieren und die gar nichts zu tun haben mit der Repräsentation, dieser viridistischen Repräsentation, die wir kennen von Selbstverteidigung. Es geht, die eher darauf basieren, Zugriff zu haben auf Nahrung und Wasser, also auf Überleben, also Selbstverteidigung als Überleben, weil dank dieser Selbstverteidigungsgemeinschaften können diese Existenzgrundlagen gesichert werden. Und um nochmal auf die Frage nach dem Militantismus zurückzukommen, scheint es so, dass heute ne soit plus que de l'autodéfense, dass heute politisches Handeln immer Selbstverteidigung ist. Also, dass politisches Handeln heute Selbstverteidigung ist. Ja, gerne. Quisiera agregar una cosita, puedo? Ich möchte gerne eine kleine Sache hinzufügen. Ich fand es total interessant, was du gesagt hast. Denn die verschiedenen Formen der Gewalt perpetuieren natürlich auch die Gewalt, die wir gerade schon erfahren. Das heißt, wenn wir die Beziehung zwischen finanzieller Gewalt und machistischer, männlicher Gewalt analysieren,
dann kommen wir zwangsläufig auch auf die häusliche Gewalt zurück. Das heißt, eine Analyse dieser Gewalt beinhaltet zwangsläufig all diese Territorien. Das heißt, wie sind all diese verschiedenen Formen der Gewalt miteinander verknüpft und wie bewirkt eine Form der Gewalt die andere? Und ich glaube, dass das hier eine sehr interessante Artikulation ist. In all den Demonstrationen von Ni Una Menos zum Beispiel haben wir immer gesagt, die Gewalt, die zum Beispiel durch Schulden ausgeübt ist, ist auch die Tatsache oder der Grund dafür, dass wir aus einer gewalttätigen Situation nicht rauskommen. Und damit meine ich Gewalt zum Beispiel zu Hause, häusliche Gewalt. Das heißt, die eine Gewalt, Schulden, finanzielle Gewalt, bindet uns an die häusliche Gewalt. Und ich finde, das ist sehr wichtig, um da etwas Neues aufzumachen. Es dreht sich also darum, zu verstehen, was uns auferzwungen wird und welche Formen der Gewalt auf unser Leben einwirken. Das finde ich sehr interessant. Und das war zumindest, stand das im Zentrum unserer feministischen Analysen. Das heißt, wie kommt es dazu, dass wir an bestimmte Situationen der Gewalt gebunden sind? Was sind die Ursachen dafür? Was führt zu dieser Ohnmacht, die wir verspüren angesichts einer gewalttätigen Situation? Oder Abwehr oder auch Militanz, ist es natürlich total klug zu sagen, nee, es geht gar nicht um Heldentum als Konfrontation um der Konfrontation wegen, sondern es geht eigentlich darum, rauszukommen und flüchten zu können und das quasi von körperlichen Rauskommen und der körperlichen Fluchtmöglichkeit quasi in ein System zu übertragen zu sagen, was bedeutet das denn, einer Verschuldung entkommen zu können, finde ich eine sehr, sehr kluge auch Umorientierung für eine feministische Formulierung von, was kann Militanz auch in dieser Pandemie beispielsweise bedeuten, jenseits von brennenden Barrikaden und Machotum. Und vielleicht kann man da auch mit Butlers Idee von Agency oder mit Handeln, also quasi auch Agentizität und Widerstand, muss nicht immer Handeln sein, sondern kann auch bedeuten, nicht zu handeln, als eine feministische Idee von, was Widerstand sein kann. Wieder das Machotum. Ich hatte mich gefragt, es gibt gerade noch eine Frage. Julia, un mot sur ce que tu veux dire? Kann ich noch kurz eine Sache hinzufügen? Was die Frage von Agency betrifft, also der Handlungsfähigkeit, glaube ich auch, dass diese Idee eben sehr, sehr, sehr wichtig gerade ist im zeitgenössischen Feminismus, und zwar die Frage nach dem Bild von Gewalt, also diese Forderung, die wichtig ist für die politische Bewegung, ein bestimmtes Bild von Kraft oder von Macht herzustellen, auch ein Bild von Rache herzustellen. Ich glaube, das ist etwas, was ich interessant finde, und zwar die Befreiung nicht nur der Worte, sondern auch der Bilder im Kopf. Und dadurch können wir eben auch die Selbstverteidigung so denken, dass sie nicht unbedingt einem Aufeinanderstoßen ist, sondern eine Art politische Übung, in ein neues Verhältnis zu gelangen, auch ein Verhältnis der Projektion einer möglichen Zukunft. Und das Ganze funktioniert eben mit dieser bestimmten Vorstellung von Gewalt. Und so kann man eben auch wieder Körper gewinnen und so sich der Gewalt stellen, wie sie ist. Ich glaube, der Chat explodiert gerade vor Fragen. Und deshalb würde ich Usche dich bitten, dich nochmal einzuschalten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir wirklich, ich glaube, wir haben noch nicht alle von Evas Fragen wirklich thematisiert. Vielleicht kannst du nochmal das zusammenfassen, Usche. Und wenn es geht, auch vielleicht noch ein oder zwei von den neuen Fragen mitnehmen.
Wenn es für euch beide passt, Elsa und Vero, dann würde ich sagen, lasst uns doch mal bis 45 anpeilen. Genau. Ja, hallo. Ich versuche es mal. Die zweite Frage von Eva war an Vero gerichtet, ob sie präzisieren kann, inwiefern die Verwendung des Begriffs des Territoriums auf dem Paradigma des modernen Eigentums beruht oder nicht. In Diskussionen, die sie immer hat, in denen sie die liberale Idee der Sklavenbesitzer ablehnt, sagen die Leute oft, aber Veronica Gago spricht auch positiv über das Territorium. Das war eine Frage. Und eine zweite Frage ist, was gibt es eigentlich für Orte und für Optionen zu trauern und zu erinnern an diejenigen, die nicht überlebt haben, auch historisch gesprochen, die alle fehlen, auch im Rahmen von Verfolgungen, Hexenverfolgungen. Und dann ist noch eine dritte Frage, was haltet ihr von einem garantierten Grundeinkommen weltweit? Würde es das nicht Frauen finanzielle Autonomie ermöglichen? Vielleicht bleiben wir mal bei diesen drei Fragen. Okay, vielleicht können wir das ja so machen, in Anbetracht der Zeit. Vero, magst du auf die Frage zum Territorium reagieren direkt? Und Elsa, du danach vielleicht auch auf die Frage nach Trauer und Wut. Also gibt es Orte quasi des Betrauerns, der politischen Trauer? Ich glaube, du hattest das auch am Anfang schon angesprochen sogar. Und dann, genau, machen wir das doch so vielleicht. Arbeitsteilig. Vero, bitte. Bueno, gracias, Eva, Danke, Eva, für diese Frage. Danke überhaupt für alle Fragen. Ich glaube, ich nutze Territorium nicht in diesem Sinne der kolonialen Moderne, sondern es ist vielmehr eine Forderung der Neubesetzung des Territoriums. Ein Territorium, was nicht Eigentum ist. Körperterritorium beinhalten eine Auseinandersetzung gegenüber der Gewalt von Eigentümern. Wir haben beispielsweise versucht zu zeigen, wie die Eigentümer heterosexueller Ausrichtung Gewalt gegen ihren MieterInnen ausrichten. Das betrifft vor allen Dingen die Wohnsituation, aber auch das Gesundheitssystem. In Argentinien, aber überhaupt in ganz Lateinamerika hängt das ganz eng zusammen mit diesen Theorien der Dekolonialisierung, der Rekomposition von Territorium zusammen, die nicht im nationalen Kontext gedacht werden. Territorium ist das, was situiert ist, was sich an einem Ort befindet. Feministinnen bauen Projekte an einem Ort, an einem Territorium auf, nicht nur auf diskursiver, ideologischer Ebene, sondern das Territorium ist gewisserweise die Materialität, die Stofflichkeit des Gebietes. Es gibt existenzielle Territorien, es gibt aber auch gedankliche Territorien. Elsa hat es angesprochen. Was bedeutet es, diese Gedankenwelten freizusetzen? Was meinen wir eigentlich, wenn wir Territorium sagen? Aber insbesondere, wo die Initiativen ansetzen, wo es beginnt, welche Territorien sind daran beteiligt, wie werden sie einbezogen? Das muss nicht unbedingt mit geografischen Gedanken übereinstimmen. Es gibt auch Territorien, die Netzwerke betreffen, die oftmals nicht alle am selben Ort sind, aber trotzdem ein Territorium produzieren. Ich glaube, diese territoriale Dynamik ist aus unterschiedlichen Gründen wichtig. Zunächst einmal, um sich gegen den Extraktivismus zu rechnen, der ja Bezug nimmt auf konkrete Territorien. Dann, um eine Körperlichkeit zu schaffen, die sich nicht auf die staatliche nationale Ebene reduzieren lässt, sondern ganz im Gegenteil antikolonial denkt und Besitz von Territorium neu konzipiert. In diesem Sinne benutzen wir den Begriff Territorium. Und wenn wir von Körperterritorium sprechen, dann geht es darum, den Körper nicht als individuellen Körper zu verstehen, als Inhaber
Vertreterinnen von Rechte, sondern als Teil eines Kollektivs. Darin besteht meiner Ansicht nach die Herausforderung. Darüber haben wir, das ist beispielsweise auch bei der Frage der Abtreibung so. Es soll kein individuelles Recht sein, die Verfügungsgewalt über den eigenen Körper zu haben, sondern eine kollektive Souveränität. Wenn wir Souveränität, beispielsweise Ernährungssouveränität nehmen. Das ist ja ein Konzept, das den kleinbäuerlichen Bewegungen besteht. Es gibt keine Souveränität der Körper, wenn es keine Ernährungssouveränität gibt. Das ist ein ganz synthetisierter Satz, der deutlich macht, welche Auswirkungen der Fortschreiten des Agrobusiness hat und der Kommerzialisierung von Nahrungsmitteln. Welche Auswirkungen hat es für andere Souveränitäten? Beantwortet, bin ich mir sehr sicher. Vielen, vielen Dank. Und ich würde, Elsa, magst du noch etwas zu Trauer und zu Wut, zu Orten der Trauer um die Verstorbenen sagen? Vielleicht, das kann man natürlich einmal in der Pandemie auf rassistische Morde, aber es wurde in der Frage auch nach die Überlebenden oder die Getöteten in den sogenannten Hexenjagden beispielsweise. Welche Orte der Trauer und der Politisierung von Trauer, auf welche möchtest du, kannst du eingehen? Vor der letzten Abschlussfragerunde. Avant la dernière, avant les dernières questions. Voilà. Très rapidement, parce que ja, ganz schnell, weil ich glaube, ich glaube, eigentlich bräuchte ich sehr viel länger, um darauf zu antworten, aber ich glaube, hier liegt ein. Ich glaube, hier gibt es einen sehr wichtigen, das ist ein sehr wichtiger Beitrag von Butler über die Frage der Leben, die betrauert, die es wert sind, betrauert zu werden, und die Frage nach Trauer und wie Trauer auch ein politisches Handeln sein kann. Und was man daraus herausarbeiten kann, ist die Vorstellung, dass die Leben, die wir betrauern, Leben sind, die es wert waren oder würdig waren, verteidigt zu werden, also die verteidigungswürdig gemacht worden sind, sozusagen. Und demgegenüber stehen die anonymen Tode, die und die repräsentieren eben diejenigen, die es nicht wert waren, verteidigt zu werden und die es deshalb auch nicht wert sind, betrauert zu werden. Das ist auch die Frage der Obszönität, der anonymen Leichen, der Leichen ohne Namen, die wir auch aus ihnen machen, weil wir sie nicht betrauert haben. Also hier steckt eine Idee dahinter, über die ich am Anfang schon gesprochen habe, also der Neoliberalismus als tödliches Regime und diese Dimension der diese imperialistische, patriarchale Dimension. Und ich glaube, hier gibt es auch noch eine Dimension der genealogischen Tötens, also eine Geschichte des Tötens der Menschen, deren Namen es nicht mal würdig sind, betrauert zu werden, also dass es weitergegeben wird wie eine Erzählung. Und also eine Art kollektives Leg. Ja, vielen Dank für diese Ausführung zur Betrauerbarkeit und dem Politischen darum. Ich will euch gar nicht eine letzte Frage stellen. Ich möchte euch gerne viele Fragen stellen. Ne? Aber vielleicht so als Abschluss. Jule, es gibt noch einige Fragen im Chat. Aber es ist ja schon so spät. Also wir können noch Elsa und Vero, ist es für euch in Ordnung, wenn wir noch etwas überziehen? Oder müsst ihr schnell weg? Ihr könnt ja mal so machen, wenn ihr schnell weg müsst. Und so, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt. Ja?
Okay, Usche, dann würde ich dir jetzt die eine Frage auszuwählen noch aus dem Chat. Das ist natürlich auch gemein, wenn es mehrere gibt. Und vielen, vielen Dank auch an dich, Usche, dass du die Fragen so zusammenfasst und immer wieder rüberbringst. Also gerne eine letzte Frage aus dem Chat und dann... Hört ihr mich? Ja. Vielleicht nehme ich da die letzte Frage. Was könnte man den Regime der Sichtbarkeit von verletzten und getöteten Frauen und der daraus resultierenden Lähmung entgegensetzen? Und in Verbindung, und bedeutet das, dass Abverteidigung auch physische Gewalt, dass auch physische Gewalt angemessen ist in diesem Falle? Wer möchte reagieren oder auch als erstes reagieren? Ihr müsst auch nicht, aber es ist ja eine spannende Frage. Elsa, du hast gezuckt. Möchtest du? Ja, okay. Si j'ai bien compris, est-ce que la violence physique est une possibilité? Wenn ich richtig verstanden habe, geht es darum, dass physische Gewalt auch eine Möglichkeit ist? Ja, ob das angemessen ist, wo das doch oft als unangemessen abgelehnt wird. Und ab welchem Punkt wird es, ist es angemessen? Und was bedeutet es, dieser Lähmung etwas entgegenzusetzen? Spielt physische Gewalt da eine Rolle? Die Frage, ich glaube, ich habe da so drei mögliche Antworten auf diese Fragen. Also natürlich gibt es die Frage nach der körperlichen Gewalt gegen Güter, gegen, und die Frage nach der Sabotage zum Beispiel. Und das Ganze ist verankert in einer Genealogie nicht nur des Feminismus. Also es gibt diese lange feministische Tradition, die aus der direkten Aktion stammt, und man hat sehr deutlich identifiziert, dass das Patriarchat bedeutet, oder die Existenz des Patriarchats bedeutet, dass man nicht einfach den Staat bitten kann, uns zu verteidigen, weil es ja selber staatliche Einrichtungen sind, die unsere eigene Verletzbarkeit organisieren und auch unser eigenes Todesrisiko organisieren. Also einfach zum Beispiel die Dysfunktion der Justiz, Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten, ökonomische, politische Knappheit und weniger Zugang auf kollektives, zum kollektiven Leben. Also es gibt eben diese Idee, dass der Staat und das Rechtssystem selber Institutionen sind, die selber schon Ziel feministischer Wut sind. Aber das betrifft zum Beispiel auch die Medien. Also was ich sagen will, ist, dass körperliche Gewalt auch direkte Aktionen beinhaltet und Sabotage, und das ist ein Teil von körperlicher Gewalt. Und das Zweite ist, was man im Kopf behalten muss, ist, dass die Frage nach der körperlichen Gewalt heutzutage auch für den Feminismus sich nicht so stellt, sich nicht immer gleich stellt. Es kommt eben darauf an, ob man zum Beispiel weiß oder nicht weiß ist, reich oder arm. Und dass die Frage nach dieser Gewalt, nach der Angemessenheit, manche Leute stärker betrifft als andere und stärkere Konferenzen auf manche hat als auf andere. Des mouvements sociaux, ich glaube, la répartition. Das ist etwas, worüber wir auch über diese Verteilung, diese ungleiche Verteilung des Risikos, was für uns besteht, innerhalb unserer Bewegung auch, also diese Frage müssen wir uns innerhalb unserer Bewegung auch stellen, weil manche Handlungen, manche direkten Aktionen werden immer als Gewalt betitelt, während sie, wenn andere Leute sie begehen,
als Meinungsfreiheit zum Beispiel betitelt werden. Und das dritte Element, die dritte Antwortmöglichkeit, bezieht sich auf die alltägliche, auf das Alltägliche. Also das körperliche Selbstverteidigung, die einfachste Form der Selbstverteidigung ist. Und da gibt es ein sehr konkretes Beispiel. In den Workshops, die man machen kann zu feministischer Selbstbeteiligung, ist die feministische Pädagogik immer, dass man damit anfängt, lernen, wie man jemanden die Knie zerstört. Und wenn man jemanden in die Knie tritt zum Beispiel, dann stoppt das den Angreifer, weil er die Knie nicht mehr benutzen kann. Das heißt, als allererstes lernt man körperliche Gewalt. Und das ist eine Art Schock, das dominante Narrativ durchbricht und uns eine Art Befreiung ermöglicht, dass wir uns selbst wieder neu denken können, uns wieder fühlen. Und dass wir beigebracht bekommen, physische Gewalt zu benutzen, das bedeutet nicht, dass wir das auch tun werden, um anzugreifen, sondern es geht darum, unsere eigene Integrität zu verteidigen. Und wir haben einfach keine andere Wahl, außer uns auch physisch zu verteidigen. Was ich sagen will, ist, dass sobald man die Möglichkeit sieht, sich auch physisch selbst zu verteidigen, kann man auch sehen, dass es vielleicht gut wäre, sich selbst auch auf verschiedene Arten und Weisen selbst zu verteidigen. Also durch zum Beispiel verbal oder psychologisch. Vielen, vielen Dank, Elsa. Das war also in stärker und in facettenreicher, glaube ich, hätte das keiner jetzt durchbuchstabieren können. Ich würde euch beide jetzt gerne, quasi auch aufgrund dessen, wie du jetzt geantwortet hast darauf, nochmal eine letzte Frage stellen, weil du es jetzt geschrieben auch gesagt von Sabotage, von Wut, von Selbstverteidigung. Und ich habe in deinem Buch, Elsa, ein Zitat gefunden, was, ne, wir versuchen ja mit dieser Reihe auch Affektdynamiken, Affektpolitiken irgendwie einzufangen. Und habe dann natürlich nach Affekten gesucht. Und in einem Satz habe ich so alles gefunden, was es für heute quasi brauchte, neben auch der Trauer und der Sabotage vielleicht dann. Nämlich, da geht es um Rache. Und es heißt so ungefähr, dass Rache, also eine machtvolle Subjektivität der unmittelbaren Freude, die Wut in Lust zu verwandeln, indem man nämlich endlich mal Gelegenheit hat, sich zu rächen. Also Wut wird in Lust verwandelt durch Rache. Und diese Rache steht in alltäglicher Erfahrung, mit der alltäglichen Erfahrung in Kontrast, die man normalerweise mit dem Begriff der Ohnmacht fassen würde. Und ich fand das erstmal so total brachial und pointiert und musste dann Vedo an den Satz, unsere Rache ist es, glücklich zu sein, denken, der auch an ganz vielen Orten auf den Mauern getaggt, geschrieben ist, auf die Scheiben der Banken gesprüht. Und dachte, vielleicht können wir mit diesem Begriff oder auch einer feministischen Rache nochmal abschließen und euch so ein bisschen so fragen, was wäre denn eure Utopie der Rache als letztes Statement aus dieser Sitzung? Welche Rache würdet ihr gerne nehmen? In welcher Rache werdet ihr gerne vereint? Bueno, yo creo que en relación a esa capacidad de ejercer la autodefensa. Also ich glaube, wenn wir da von Selbstverteidigung sprechen, geht es auch darum, sich selbst diesen Kampf wieder anzueignen. Das ist auch etwas, was die feministische Bewegung sehr stark eben angesprochen hat. Und es geht immer um Selbstverteidigung und darum, uns selbst zu verteidigen. Und diese Dynamiken der Selbstverteidigung, die wir jetzt diskutiert haben, von der Selbstverwaltung bis hin zur sozialen Reproduktion etc.,
alles mit dem Ziel, ein würdiges, freies Leben zu haben. Und all das hat eben etwas zu tun, uns das zurückzunehmen, was uns genommen wurde. Diesen kollektiven Reichtum zurückerobern, der uns weggenommen wurde. Unser Leben. Und all das wirkt dieser Teilung, dieser Segregation entgegen, die ganze Zeit versucht wird, mit unserem Leben zu machen. Das heißt, wir sehen die Aufteilung zwischen den Leben, die es wert sind, verteidigt zu werden, zwischen den Leben, die es nicht wert sind, verteidigt zu werden. Und diesen Binarismus wollen wir überwinden, diese Aufteilung wollen wir überwinden. Wir wollen kollektiven Reichtum und wir müssen Formen finden, wie wir uns kollektiv wieder aneignen können, was uns weggenommen wurde. Also kollektiv denken. Ist das die Rache? Yo creo que hay una reapropiación de la riqueza que haga que nuestra. Ich glaube tatsächlich, es geht darum, sich die Dinge wieder anzueignen, die unser Leben wieder lebenswert machen. Das heißt, wir müssen uns auch mit Eigentumsverhältnissen auseinandersetzen. Es geht um die direkte Konfrontation mit der extraktivistischen Produktion, die wir in vielen Territorien beobachten können. Das heißt, wenn ich über Extraktivismus spreche, dann geht es um natürliche Ressourcen, aber auch um finanzielle Ressourcen. All das fordert uns so viel Energie ab. Und dann komme ich auch immer wieder zu dem Punkt Schulden. Denn Schulden sind ein großer Teil, eine große Ursache für unser psychisches Leiden. Das heißt, Rache bedeutet für mich auch Enteignung. Und auf jeden Fall die Frage nach Eigentums- und Besitzverhältnissen. Muchas gracias. Was meine Vorstellung von der Rache ist, also als ich darüber geredet habe, wollte ich auch unterstreichen, dass in der Revolte auch immer so ein Bedarf an Freude, an Vergnügen ist. Und das auch etwas enthält, also dass so auch unsere Handlungsfähigkeit vergrößert wird. Und die Rache hat natürlich einen schlechten Ruf, aber mit Rache oder wenn ich Rache empfinde, dann stelle ich mich immerhin als ein Subjekt dar, das etwas ändern kann, das etwas ändern will. Und in dieser Vorstellung oder in dieser Idee, etwas verändern zu wollen, ist auch fundamental die Vorstellung, dass eine der Forderungen heute ist, dass dass die 1% das zurückgeben, was sie gerade stehen, was sie sich gerade aneignen. Also das ist eine der Forderungen. Und dass das Patriarchat, eben zurückgibt. Also es gibt, das ist eine da geht es um Gerechtigkeit, und ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Frage. Und heute finden wir es schwierig, jetzt zu wissen, was Gewinnen bedeuten soll. Es gibt so eine Art Hoffnungslosigkeit. Wir wissen nicht, was Gewinnen bedeutet, und das müssen wir wieder entdecken. Vielen Dank euch beiden. Und ich finde auch, diese letzte Runde hat auch nochmal diese verschiedenen Orte, von denen ihr sprecht, von denen wir sprechen, aus gezeigt. Also auch der Extraktivismus als so sehr manifest in Lateinamerika beispielsweise. Ich finde es total gut und wichtig, Vero, dass du uns diese Realität immer wieder hier auf den Bildschirm geholt hast und gesagt hast, halt, darum geht es. Der greift Natur und Ressourcen und Körper und Menschen an. Und Elsa, dass du das auch immer wieder mit, also ne, vielen, vielen Dank euch beiden, auch quasi sich die, nicht nur auch die Materialität wieder anzueignen, sondern auch die Begriffe, egal wie schlecht ihre Reputation ist, des Widerstands, der Rache, und darüber nachzudenken, wie wir miteinander in Verbindung bleiben können, trotz
trotz der Pandemie, trotz des entkörperlichten digitalen Raumes. Und vielen, vielen Dank an euch beiden, dass ihr eure brillanten Ideen mit uns geteilt habt und miteinander diskutiert habt. Ich fand es großartig. Danke, dass ich auch Teil davon sein durfte. Ja, vielen Dank Usche und Benra für die Chat-Moderation und auch an eure Fragen, eure tollen, klugen Fragen aus dem Chat. Mir bleibt eigentlich jetzt nichts anderes übrig, außer uns zu verabschieden und darauf hinzuweisen, dass es natürlich jetzt die Aufzeichnung dieser, dass am Donnerstag, nämlich dieser Woche, die erste ursprünglich geplante Sitzung mit Rita Segato und Pumi Sondi stattfinden wird, die wir aus Grund technischer Turbulenzen verschieben mussten. Also ihr seid alle sehr herzlich eingeladen, zur gleichen Uhrzeit jetzt an diesem Donnerstag euch wieder einzuwählen. Und genau, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Elsa, liebe Vero. Wenn ihr wollt, dann schicke ich euch gleich noch einen Link zum Debriefing. Das habe ich vergessen. Das ist auch sehr unprofessionell, das jetzt offiziell zu machen. Muchas gracias a ustedes. Vielen, vielen Dank.